Roulette 28.04.2019, 5:00. Gewinn Quantenmechanics drin Theorie Künstliche Intelligenz Autor Deserza McKenzie YouTube. Heute ist Sonntag, der 28. April 2019 und wir haben jetzt 15 Uhr und wir sind heute im Casino von Duisburg am Tisch 3 und wollen nach der üblichen Art 5 Sätze tätigen auf Schwarz und Rot. Aber erst dann, wenn die von uns vorausberechnete Permanenzkonstellation gefallen ist. Wir haben jetzt 15:10 Uhr und soeben ist die 0, also 0 gefallen, danach dann die Nummer 10 und die Nummer 35, also zweimal schwarz. Jetzt warten wir mal ab. Weitere 10 Minuten sind vergangen und unsere Konstellation scheint dazu sein. Die letzten 3 Korps sind 2 rote Korps gewesen, zweimal hintereinander die 32 und dann die 5 und jetzt setzen wir auf schwarz. Wir spielen heute mit Tausenderstücken und es ist tatsächlich schwarz gefallen und der erste Kubisch gewonnen. Das ist ein gutes Zeichen und wir setzen jetzt wieder auf schwarz und danach dann auf rot. Jawohl, auch das hat geklappt. Die 29 ist gefallen, also 2 schwarz hintereinander wie vorausberechnet und nun setzen wir auf rot und dann wird noch 3-mal hintereinander auf schwarz gesetzt, egal ob wir gewinnen oder nicht. Der Spieler ist wieder da und er sagt, es ist tatsächlich rot gekommen, die Nummer 30. Wir sind zufrieden und jetzt setzen wir 3-mal hintereinander auf schwarz. Es hat zwar wieder 10 Minuten gedauert, aber das Warten hat sich gelohnt. In der Tat ist jetzt 3-mal hintereinander schwarz gefallen und zwar er sagt mir die 35, die 20 und die 10 und wir haben alle 5 Korps wieder gewonnen. Wir haben zwar nicht die Zahlen errechnen können, aber die Chancen und zwar 2-mal schwarz, 1-mal rot und 3-mal schwarz. Alle 5 Korps haben wir gewonnen. Es zeigt sich wieder mal, wie vorteilhaft es ist, mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie das in Vorher ausrechnen zu können. Natürlich benötigt man dazu auch sehr viel vergangene Zahlen, aber das hat hier mal wieder wunderbar geklappt. Wir haben mit tausende Stücken gespielt auf die einfachen Chancen und wieder 5000 Euro gewonnen. Das war's.